Hallo und herzlich willkommen zurück zu Bastion. Wir haben das letzte Mal den letzten Kern gefunden und Sulf und Rux haben sich zerstritten und Sulf ist abgehauen und kommen hier passend zu einem Regenwetter zurück. Unser Stier, ein zerbrochenes Monument. Bitter. Hat er uns jetzt die Kerne geklaut oder was? Fragt nach der Auseinandersetzung mit Sulf. Sulf cursed the city, cursed the Bastion, cursed me, said he was going home. When Sulf got through reading that journal, he just snapped, started smashing up the monument till I tried to stop him. Spacko. Etwas Schwieriges für die Duellpistolen. Zulf banged up the monument pretty bad. But there's a way to put it back together. The shards. The shards. We're gonna need all of them to nurse the Bastion back to health. Toll. Wahrlich toll. Nun gut. Dann würde ich aber sagen, machen wir uns erstmal auf. The city brought the shards to the wilds. Now the kid's gonna bring them back. Aber wir machen erstmal ein kleines Minigame. Windbeutel Ranch. Windbag Ranch was built for gathering squirt extract and copious supply. Ain't nothing more healthful. Gut, dann schauen wir mal, was wir hier machen müssen. Wir können natürlich etwas Scharfes gewinnen. Dann das da und eine geheime Technik. Slippery little devils. Oh, wir müssen hier Feinde in einer gewissen Zeit platt machen. Hier in der Mitte spawnen natürlich welche. Still others use the place to test their finest blades. Schließlich und natürlich immer schön ausweichen. Trotzdem schließen. Oha. Weich lieber ein statt aus. Ah, hier können wir auch Heilpots benutzen, okay. Wägen lasse ich mal heile, weil die versorgen mich ja gut mit Gegnern. Und her, Jungs. Ach, ich muss... Ich habe es falsch gesehen. Okay, gut zu wissen. Ich war dumm. Dann kriegt man das natürlich alles schneller hin. Ja, bitter gelaufen, okay. Da werden wir jetzt wohl keinen Blumenpott gewinnen. Okay, da hätte ich besser aufpassen müssen. Gut, das wissen wir ja jetzt. Ich dachte gerade, die Zeit läuft ab und wir müssen... Gut, und wir müssen in der Zeit eine bestimmte Anzahl platt machen. Aber nicht die Zeit ging runter und die Gegner hoch, sondern andersrum. Ja, toll, gut. Machen wir natürlich gleich nochmal. Always time for juice and squirts, they used to say. Gut, wenn das so ist. So, die Grünen müssen wir eigentlich erstmal wegschlitzen, ja, damit sie sich nicht so verteilen. At least the little fellas can't feel a thing. Was bitter, dass ich nicht richtig zielen kann, wenn die ganzen kleinen Mongos hier sind.
Ach, kommt schon. Oh, jetzt laufen die auch noch weg. Okay, dann ist am Anfang in der Mitte stehen bleiben wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht. Best to put them away first, before they rile up the others. Gut, dann wird er sogar noch schlechter als das eben. Ja. Komm. Alter, sind das noch viele, okay. Ja, never mind, wir machen gleich nochmal einen neuen Start. The ranch was always looking for good help. Also am Anfang in der Mitte stehen bleiben und dann nach außen. Die ganzen Grünen. Ist aber erstmal egal, was hier sonst passiert. Ah, okay, ich hätte noch länger in der Mitte stehen bleiben müssen. Zweiter Preis, okay. Etwas Spitzes. Okay, jetzt müssen wir noch ein bisschen schneller sein. Aber war schon mal nicht schlecht, glaube ich. Ging aber auch hin. Jawohl. Ja. Ja, schon wieder zu viele Grüne übergelassen, glaube ich. Der hat gerade eine gewisse Zeit keinen Schaden bekommen. Ah, okay, ich glaube, ich muss ihn ab und an mal wieder rauskommen lassen. Oh ja, Tour of a Kind. Komm, komm, komm. Uff. Uff, das war knapp. Gut, haben wir aber sicher. Na, dann wollen wir mal unsere Bestien zurückerwecken. Well, the kid's gone and struck terror in the hearts of squirts everywhere. Und wir sollten jetzt schön unsere Muskete, voll aufballern können. Mehr Crit-Chance oder Lähmungsangriffe. Was ist aber der Unterschied zwischen dem und dem? Effekt mit gezackter Schneide kombinierbar. Also ist es einfach besser als vorher, würde ich sagen. Points just don't get any sharper than that. Naja, ist ja herrlich. Dann mal los. Richtung Jorsensumpf. Waren wir da nicht gerade? Ach nee, hier waren wir. After Zolf's little episode, Kid sets off in search of shards. First stop, Jawson Bog. You'll get lost in that bog, I told the kid, and I won't be able to guide you back.
Ja, gut. Well, I let him go. What else could I do? What could any of us do? Na komm, ich will doch den Wagen treffen. Mensch, denn nicht. Zolf put us in a real bind. Hurt the Bastion bad. Ja, der kleine Schlawiner. War eine uncoole Aktion. But the shards can make it better. They're like smaller doses of the core's medicine. Smaller doses. Da ist er. Na, wer will sich diesmal mit mir drum prügeln? Shame the only place to fill that prescription is out here in the wilds. Okay. This place is intoxicating. Intoxicating. Okay, wir sind wohl gerade wieder high. Might be gone for good for all I know. Was macht eigentlich. Ach nee, ich hab wieder das Blechmuskel. Wherever he is. Somewhere I've never been. Somewhere I never wanna go. Hui. Eine wilde Welt. Hi. The dead welcome him with open arms. Da. Kid pop some good. Ah. Krieg ich schön auf den Sack. That a survivor? No, ma'am. It's a lonesome ghost of a gas fella. Oh, nicht nur einer, okay. Nein, uiuiui. Ach, ich habe wieder alle Knöpfe gleichzeitig gedrückt, weil ich alles verwechselt habe. What do you say to a kid who's seen too much? Schön alle Sprüche nochmal wiederholen. I'm Zolf of Eura. Pleased to make your acquaintance. Now the kid sees something strange still. Did anybody else survive? Sure enough, he finds. Oof. Oh. Bears, lunkheads, wallflowers, pincushions, pineapples, swamp weeds, ankle gators. Ich hab keinen Healpot. Aber auch gerade alle Schaden, du. Now the Bastion can send them even farther into the wild unknown. Kid sets foot inside one of Ceylandia's famous watering holes. Komm, sag nochmal. Oh, Ron, die ist schon weg. He has the nerve to flash the shield he stole. He's a petty thief. Hey. Cool, level up. Oh, die Taverne war letztes Mal nicht so gut gerüstet. Gelben sind nervig, okay. Und die Flammenwerfer immer aus der Ferne. Oh, der Dot ist jetzt auch deutlich größer.
Jetzt hören wir hoffentlich den Spruch mit Rondi. Would you look at what he did to poor old Rondi, the bartender? Proper story is supposed to start at the beginning. Okay. It's so simple with this one. Now here's a kid whose whole world's all right, snoozing there on a rock in the sky. He gets up. He wakes up. I'm just fooling. He sees what's left of the rippling walls. Years of work undone in an instant. He sees what's left of Pith, the bull. The gods. They're all undone. He sees what's left of his lifelong friend. Der gute alte Kampf mit sich selbst. His friend. He's come undone too. He sees what's left. Undone. Gewöhnlicher Zeltplatz. Ich kann weder schießen. Und Rad zu machen. Okay. Packen wir das Erz hin. Ich hätte gesagt, das Feuer, aber ist scheinbar falsch. Das Gefühl, das Licht. Und Ratzen war schön. Im Traum eingeschlafen. Wir sind in der Inception gefangen. Thought we'd lost him, but he finally comes to. The shard ain't lost either. Not anymore. Now to find a ticket out of this hole. Yum. Bootlickers dig their nasty thorns into his heels. Okay. Disgusting things. Ein bisschen an die Mario-Gegner. Ever heard of a lung blossom? Wer ist er denn? It's bigger than the stories say. Okay, Bossfight. Nein. Uiuiuiui. Ach komm. Alter, ich krieg ja nicht auf den Sack. Da. Überfordert. Aber sicher. So, erstmal erkunden, was hier sonst noch so rumliegt. Nix. Hat uns nur im Kampf geholfen, aber ich bin einfach full Blechmuskete gegangen. Mother only knows what happened in the bog. Kid never much cared to speak of it. Ach, er kann trotzdem davon erzählen. A shard is like a poor man's core, but beggars can't be choosers. So. Den setzen wir nochmal ein. That's it. A few more shards like that, and we'll be back in business. A single shard can breathe new life into this place. Nehmen wir das Waffenlager. The shard's got enough juice to spruce up any of these places. Ach nee, Quatsch. Gut, dass ich die Distille angeklickt habe. Die liebe ich noch viel lieber. Crack open the distillery's private reserve. Weil wir sind ja Level aufgestiegen. Dann wählen wir uns noch was Schönes aus.
Und wir nehmen. Was nehmen wir? Wollen wir jetzt mal hier langsam die Schummeltränke nehmen? Wir nehmen mal den herzhaften Punsch. Und. Party Punch is so zesty, it'll let you carry on through the worst of times. Wir haben es mal wieder geschafft und unser Part ist zu Ende. Und ich würde euch gerne wieder begrüßen im nächsten Part von Bestien, wenn es heißt Splitter sammeln. Ciao.